So schnell ist eine aufregende Wetterlage vom Tisch. Sehr ernüchternd, das 5B-Tief wird uns dementsprechend nicht einmal streifen. Und bis auf ein paar hochnebelartige Krümeleien wird sehr wahrscheinlich nicht viel passieren, außer vielleicht am Montag. Das schauen wir uns dann aber genauestens an. Und damit ein allerherzliches Glück auf. Hier zurück mit einem neuen Bericht über die allgemeine Wetterlage, die gegebenenfalls Luftmassengrenze am Mittwoch, wo ich jetzt schon mal vorwarne vor falscher Euphorie, ja, und natürlich auch ein allerherzliches Willkommen an meine neuen Follower jetzt in Bezug auf das verlinkte Video von Kai Zorn. Ja, wäre nicht nötig gewesen. Danke Kai, wie gesagt, ich bin hier dazu da, nicht um jeden Tag Videos zu machen, das kann ich euch gleich mal schon sagen, sondern einfach nur mein Brennen für die Meteorologie und Synoptik an sich euch zu vermitteln, euch laiengerecht so rüberzubringen, dass ihr das eben auch versteht und dementsprechend, das macht mir Spaß, alles andere ist zweitrangig, wie viele Klicks, wie viele Follower, das ist mir alles dementsprechend dort an der Priorität, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass Wetterlagen interpretiert werden, dass sauberer Content rüberkommt und dass ihr das vor allen Dingen auch versteht und das macht mir oder bereitet mir eben Spaß, ja. Gut, dann schauen wir uns noch an, was der Polarwirbel macht. Ja, das ist nämlich auch so ein Ding, wird er stabil wieder? Bleibt er instabil? Das müssen wir uns jetzt alles genau angucken. Jetzt habe ich schon wieder einleitend viel zu viel geredet, aber manchmal ist es eben so. Ja? 5B-Tief, wir steigen sofort ein. Wir sehen, wie das Ding oben rechts hier nochmal, ja, die Timeline, für wann das eben ist. Wir sehen hier wunderbar, wie leider Gottes dieses hätte schöne, winterwetterbringende Tief leider Gottes nach Osten abzieht und vor allen Dingen den Osten von Polen gerade mal streift. Ja, also hier ist wirklich das Ding so weit weggerechnet worden oder so weit abgedriftet worden. Das ist, ja, ein bisschen Lake-Effekt könnte dann wahrscheinlich am Montag kommen, wenn das Tief hier ein bisschen rumzieht und von der Ostsee ja ein bisschen Feuchtigkeit an die östlichen Mittelgebirge drückt. Aber ansonsten wird das hier eine total langweilige Geschichte werden. Ja. Schauen wir mal auf das aktuelle, auf die aktuelle, ja, Satellitenverteilung. Ja. Wir sehen hier Deutschland ganz leicht und wir sehen hier diese höhere Aufgleitbewölkung dieses 5B-Tiefs. Ja. Wir sehen hier aber auch tiefere Bewölkung und das ist eben dieser Hochnebel, von dem ich gesprochen habe. Und was auch sehr interessant ist, wir sehen jetzt hier den Radarfilm, ja, für die Niederschläge, die jetzt aktuell fallen. Wir können hier erkennen, dass die ganze Geschichte eher vorm Erzgebirge so ein kleines bisschen rumpulsiert. Also was heißt rumpulsiert? Ja, es entstehen dort mal ein paar Niederschlagsgebiete, hier mal ein paar Niederschlagsgebiete, dann lösen sie sich wieder auf und dann, das wabert so ein bisschen hin und her. Das kommt eben dadurch, weil eben dieser Hochnebel von Norden her gegen die Mittelgebirge so ein bisschen gedrückt werden. Und was ganz interessant ist, das ist ein Bild aus Seifen von aktuell. Eben könnte man hier noch die Sonne durchsehen. Sprich, Seifen ist, oder das Erzgebirge generell, ist für den Niederschlag, für die Schneefälle, die gerade so um die A4 rum Richtung Niederlaus jetzt auch gehen, ja, zu hoch. Sprich, jetzt geht es wieder ein bisschen tief rein, ich weiß, ja. Aber wir sehen jetzt hier die Grenzschicht. Das ist der Temperaturverlauf des Vertikalsprofils für die Station Lindenberg. Dort ist ein Wetterballon hochgemacht, ja, und der hat dort eben gemessen. Und da erkennen wir auch, das Gepunktete hier, das ist eben der Taupunkt. Und hier können wir erkennen, dass Taupunkt und Temperatur zusammen eng liegen. Kondensation, ja, dort ist die Sättigung voll drin und wir befinden uns hier ungefähr 850 Hektopascal. Sprich, die Grenzschicht, dort ist die Wolkenobergrenze ungefähr. Die wabert so zwischen 850 und 800 Hektopascal, zwischen 1500 und 2000 Metern ungefähr hin und her. Und darunter entsteht natürlich diese, wie soll man sagen, dieses Gekrümel. Und dieses Gekrümel ist natürlich dann für das Erzgebirge oder dieser Effekt ist für das Erzgebirge leider ein bisschen zu tief. Und dementsprechend ist es im Erzgebirge oben relativ, ja, trocken. Die Sonne kommt sogar mal vor aktuell. Und weiter unten krümelt es halt ein bisschen. Ja? Das liegt einfach daran, weil die Grenzschicht zu tief liegt für diese Sache. Gut, war wieder ein bisschen mal ein Schweif so rein in die Synoptik. Ja, jetzt kommen wir wieder zum normalen Wetter, bevor ja noch einige Leute wieder abschalten gleich. So. Wir schauen jetzt mal auf die Berechnungen des 18er, nee, Quatsch, des 6er Laufes jetzt hier, ja, von Icon. Wir können das nochmal erkennen. Die berechneten
Neuschneemengen oder die berechneten Schneesignale jetzt für die kommenden Tage, ja. Heute quasi ein kleines bisschen so dieser hochnebelartige Schneefall und im Süden so ein bisschen Aufgleit, Niederschlag durch das, ja, durch eine Auswirkung dieses 5B-Tiefs, immer so eine kleine Kurzwelle mit dabei, ja, dort kann es eben auch ein bisschen schneien, aber das wird alles nichts Weltbewegendes werden, ja. Am Sonntag dann weitere Schneefälle, so ein kleines bisschen hier im Osten des Landes, ja, so ein bisschen schauerartig. Und wir erkennen hier oben an der Ostsee einen Lake-Effekt. Dort kommt die kalte Luft über die warme Ostsee rein. Der Temperaturgradient von Wasseroberfläche zu Höhe ist sehr groß, dementsprechend Kondensation. Große Türme, Wolkentürme entstehen und da kann es eben auch sein, dass Schauerstraßen entstehen, wenn die Anstrengung passt und gewisse Gebiete hier immer wieder von Schneeschauern getroffen werden. Ja, und dort kann es eben auch mal richtig ordentlich winterlich werden. Diese Feuchtigkeit wird sich dann sehr wahrscheinlich gegen das Erzgebirge mit dieser Eindrehung der Restdruckgebildes des Tiefdruckes, ja, hier, wird sich dann so Richtung das Erzgebirge ziehen. Und dort kann es eben sein, dass schauerartige Niederschläge, gegebenenfalls auch mal ein paar Schauerstraßen, auch am Montag früh, vor allen Dingen auch am Montag, dann eben den Osten des Landes heimsuchen könnten. Ja, Dienstag dann zwischen Hocheinfluss, während dann im Süden, ja, gegebenenfalls eine Luftmassengrenze kommt. Das schauen wir uns aber alles gleich genauestens an. Schauen wir mal auf die Schneemengen. Bis Montag 9 UTC, ja, also quasi bis zum Vormittag ungefähr. Da kann man erkennen, ja, hier oben die Schauerstraßen an der Ostsee, ja, mit dem Lake-Effekt und eben die Restfeuchtigkeit hier über dem Erzgebirge mit so, also Icon D2 und dem neuesten 9er Lauf jetzt, die berechnen so um die 10 cm bzw. 10 Kilogramm Schnee auf den Quadratmeter. Was im Prinzip so viel bedeutet bei diesen Taupunkten, dass man da ungefähr so 7, 8, vielleicht auch 9, gegebenenfalls auch 10 cm Neuschnee, dass man damit eben rechnen kann bis Montag Vormittag. Ja, im Süden, da werden es vielleicht auch mal, können auch mal 15 cm werden, wage ich aber zu bezweifeln, muss man alles beobachten. Aber in diesen Bereichen eben sieht man, wie es eben ja, ein bisschen winterlich werden könnte. Und die Temperaturen bleiben natürlich auch kalt, ja. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal ein bisschen weiter an. Ja? Das ist der 18er Lauf des Icon-EU-Modells. Und ich weiß, dass dort schon wieder so eine Luftmassengrenze so berechnet wird, dass Euphorie entsteht. Oh, klasse, Schnee und so. Ruhig bleiben. Luftmassengrenzen sind sehr, sehr schwer vorhersagbar in Bezug auf die Mittelfrist. Das kann hin und her eiern. Das ist wahrscheinlich auch, oder das ist in den nächsten Rechenläufen hier dann schon zu sehen, dass das Ganze eben schon wieder zurückgerechnet wurde, ja. Wir sehen das jetzt hier, Icon EU am Mittwoch mit einer markanten Luftmassengrenze, ja. Hier genau über Deutschland würde Verkehrsprobleme mit sich bringen, alles drum und dran, ja. Wir sehen aber auch schon, dann werden wir uns gleich angucken, dass eben die ganze Sache ein Ausreißer war, ja, und andere Modelle das eben nicht so drin haben. Wie kommt das zustande? Ja, wir sehen das jetzt hier mal reingezoomt nach Deutschland. Die 850 Hektopascal Temperaturen, ja, also in 1500 Metern Höhe. Das Grüne, oder Übergang von Hellblau zu Grün, ist eben die 0-Grad-Grenze. Ja. Und wir sehen ja, wie das Tiefdruckgebiet an dieser Luftmassengrenze von West nach Ost durchzieht. Südlich davon München sogar bis 7, teilweise 8 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe. Währenddessen es im Norden hier rückseitig, also präfrontal, ja, 10 Grad minus werden. Ja. 10 Grad minus in 850, also sprich ein Unterschied von ungefähr 17 Kelvin, ja, auf diesen kurzen Zeitraum. Das muss natürlich dann abgebaut werden in Bezug auf Aufgleiten, Niederschläge und so weiter und so fort, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, Vorsicht. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt und ich bin auch der Meinung, dass das nicht so kommen wird. Das wären die berechneten Schneesummen laut dieses Rechenlaufs, ja, also das würde gerade Mittwoch hier in der Mitte des Landes für ein paar Verkehrsprobleme mit Sicherheit sorgen, gerade hier im Westen des Landes so mit 11, 12, 13 Zentimetern, eine kleine Brise dabei, also da wird es schon Verkehrsprobleme oder würde es zu Verkehrsproblemen führen. Überprüfen wir das mal mit dem GFS-Lauf, mit dem neuesten, ja. Ist natürlich oben rechts wieder die Timeline und ihr schaut einfach mal, wann der Mittwoch daneben kommt. Ja, jetzt mal Montag, Dienstag und Mittwoch. Und was erkennen wir? Gar nichts da, ne? Die Luftmassengrenze ist überhaupt nicht zu sehen. Komischerweise, ne? Schauen wir uns das nochmal hier an. Ja, und vergleichen wir das einfach mal. Tja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Und das ist eben auch der Punkt, warum man bei diesen Wetterlagen eben Ruhe bewahren sollte. Ja? Also keine falsche Euphorie, das bringt überhaupt gar nichts. Bevor wir noch das ECMWF-Modell für den Mittwoch sehen, wir auch die Luftmassengrenze, ist ein kleines bisschen im Süden liegend. Tja, wir müssen einfach abwarten, es ist einfach noch viel zu weit weg und dementsprechend brauchen wir jetzt auch keine Schneekarten weiter dafür angucken und so, deshalb hat keinen Sinn. Abgehakt, Luftmassengrenze. Jetzt geht es mal um den Polarwirbel. Der Polarwirbel ist ja im Prinzip der Taktgeber für etwaige Strömungen bei uns auf der Nordhalbkugel im Winter. Ja? Alles, was oben in 36 oder 32 bis 36 Kilometern an Strömungen anliegt, wird nach unten durchgegeben. Und wenn die obere Strömung stabil ist, dann wird das eben bei uns im Winter nichts. Er muss kreisrund sein, dann wird er auch stabil sein. Und jetzt ist er aktuell so ein kleines bisschen ins Schlingern gekommen, sprich, er wurde gestört. Ja, wenn wir das jetzt mal durchgehen hier, oben rechts seht ihr wieder die Timeline, ja, für wann das eben ist. Da können wir erkennen, dass sich der Polarwirbel sehr wahrscheinlich stabilisieren wird. Und wir sehen ja auch richtig, hier ist richtig Bums drin. Ja. Wir sehen dort, wo die Tiefdruckgebiete für uns die Winter gefährdenden Tiefdruckgebiete entstehen. Genau dort ist eben richtig Sound da und dort wird es eben so sein, dass die Tiefdruckgebiete sehr wahrscheinlich wieder entstehen werden und die Westdüse wahrscheinlich dann kurz vor Weihnachten wieder in Gang kommen könnte. Ja, das ist der aktuelle Rechenlauf, aber es deutet eben sehr viel darauf hin, dass der Polarwirbel sich wieder stabilisieren wird, wieder kreisrund wird und wir können das jetzt auch nochmal in der 3D-Animation hier wunderbar erkennen. Aktuell ist er noch gestört, ja, wir sehen das hier mit diesem Polarwirbel-Split und er wird sich dann aber wieder einkriegen, dieser Split wird sich quasi auflösen, das Ding wird wieder kreisrund und dementsprechend kann eben von Westen her die ganze Geschichte wieder reinkommen und keine, wie jetzt aktuell hier, ja, dieser Tiefdruckkern, da dreht sich ja auch gegen den Uhrzeigersinn. Und da kann eben aktuell jetzt gerade noch kontinentale Luft reinkommen. Das wird aber, wie gesagt, eben dann sehr wahrscheinlich nach hinten raus wieder unterbunden, weil der Polarwirbel eben wieder stabil wird. Schauen wir uns nochmal ein Ensemble an für die Trends, ja, der Temperatur in 1500 Metern Höhe bzw. 850 Hektopascal in Bezug auf Münchberg. Ja, das ist in Oberfranken. Ja, ich hatte letztens von jemandem gesagt bekommen, dass man auch mal auf andere Bereiche eingehen kann. Das machen wir hier mit. Ja. Viele Grüße gehen damit raus. Und wir sehen jetzt hier die minus 10 Grad Isotherme bzw. minus 10 Grad Linie. Ja. Nicht Isotherme, minus 10 Grad Linie für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und die ganzen bunten Dinger sind die 30 verschiedenen Member. Ja. Das Weiße ist der Durchschnitt. Und wir können eben erkennen, dass GFS mit dem Nullerlauf jetzt, ja, der Sechser, der wird jetzt gerade noch, werden die Durchschnitte gerade noch gebildet, deswegen habe ich den jetzt nicht reingenommen. Wird aber wahrscheinlich nicht anders aussehen. Davon mal abgesehen, geht die Trends wieder nach oben. Sprich, es würde alles dafür sprechen, dass der Polarwirbel eben wieder stabiler wird und die milde Westdüse gegebenenfalls wieder gewinnen könnte. Überprüfen wir das nochmal mit dem EZ-Modell, ja, oder ECMWF. Die sehen die Temperaturen in 850 Pascal auch so, dass die ganze Geschichte jetzt erstmal runtergeht und danach der Trend leicht wieder hochgehen wird. Man muss aber auch sagen, EZ ist sehr, wie soll man sagen, ist immer so ein bisschen der Gegenspieler von GFS, aber alle beide haben dennoch den Trend nach oben, beziehungsweise ECMWF hat den Trend auch nach oben. Und dementsprechend, ja, muss man mal schauen, was sich hier noch so ergibt. Wie gesagt, in Bezug auf die Luftmassengrenze schauen wir später drauf. Vielleicht ist sie heute Abend oder morgen schon gar nicht mehr in den Modellen drin und es ist gar nicht mehr der Rede wert. Ja. Ansonsten, die kommenden Tage werden jetzt sehr kalt. Es wird dauerfristig werden. Bis Mitte, Ende der Woche auf jeden Fall. Und dann, ja, wenn sich irgendwas ergibt, werde ich mich melden. Ansonsten liegt hier erstmal nichts Gravierenderes mehr an. 5b vom Tisch, Luftmassengrenze, Fragezeichen. Und alles andere schauen wir uns dann an. Polarwirbel sehr wahrscheinlich stabiler werdend, was nicht winterförderlich wird oder sein könnte dann. Ansonsten bis später, wenn ihr möchtet. Einen schönen dritten Advent. Glück auf und Tschüss.